Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes, ein ganz neues Format. Nein, Spaß beiseite. Ich habe einfach festgestellt, es gibt hier und da ein paar kleine Themen. Da lohnt es sich nicht, ein Video draus zu machen. Und die würde ich einfach gern in so ein Format wie das hier jetzt reinstecken. Sei es Themen, die sich um Kanal drehen oder andere Kleinigkeiten, die passiert sind, aber die euch vielleicht trotzdem einfach da draußen interessieren. Und was gibt's Besseres, als am Sonntagnachmittag da einfach kurz drüber zu quatschen? Ich weiß nicht, wie häufig ich das mache. Immer wenn was anfällt, das hier ist jetzt Nummer 1. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel heute auch ausnahmsweise gemacht, weil ich wirklich K.O. bin. Bleibt einfach nichts mehr in meinem Kopf. Aber was soll's, wir ziehen das durch und anfangen möchte ich mit dem Kanal an sich. Der Kanal Dies und Das, der... Nein, anders. Das erste Video habe ich auf Dies und Das hochgeladen vor genau 45 Tagen. Das war am 19. Februar und ich bin wirklich, wirklich erstaunt, wie gut das bis jetzt angekommen ist. Ich meine, bis jetzt 20 Abonnenten, da werden sicher viele lachen, aber hey, für mich 20 Abonnenten wirklich toll. Ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass es doch so gut angenommen wird. Und wenn man sich mal die anderen Zahlen anschaut, die Videos wurden jetzt über 700 Mal angeschaut und das entspricht, glaube ich, einer Wiedergabezeit von über 70 Stunden. Und aus der Sparte mal betrachtet, das ist schon fast krank. Also ehrlich, super genial, super weiter so. Ich hoffe, ich bringe in Zukunft auch noch weitere Videos, die euch da draußen gefallen. Dankeschön, immer gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen und vor allem gerne in die Kommentare schreiben. Hab bis jetzt viele Kommentare schon erhalten und bis jetzt wirklich super und ja, macht einfach Spaß. Auch was ein Kanal an sich angeht, könnt ihr auch ruhig drunter posten, so viel ihr wollt. Wenn irgendwas nicht stimmt, irgendwas nicht passt, wenn Verbesserungsvorschläge oder Wünsche da sind, gerne, ich bin für alles offen. Einfach unten in die Kommentare. Ich gebe auch, wenn es geht, immer eine Antwort. Ja, was gibt's noch im Kanal? Ich habe ein neues Objektiv gekauft. Damit filme ich jetzt gerade. Damit habe ich auch die letzten zwei Videos gemacht. Es ist ein 25mm Objektiv und damit schafft man es, den Hintergrund so ein bisschen unscharf zu halten. Ich finde die Optik einfach genial. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Könnt euch ja mal ein älteres Video anschauen zum Vergleich. Aber ich finde das gut und ich würde es in Zukunft auch gerne so handhaben. Außer es macht natürlich in dem Moment Sinn, dass man da hinten dran irgendwas im Blick hat oder haben soll. Dann natürlich nicht, aber so für die ganz normalen Palabersachen würde ich das gern so machen. Ja, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie es mit dem Kanal denn weitergeht. Eigentlich grundsätzlich wie bisher. Ich mache Technikvideos, momentan sehr Apple-lastig, aber liegt natürlich am Mac Mini M1. Klar, das ist ein, ja, ist sehr dankbar. Da kann man ziemlich viel rausholen. Da gibt es auch noch viele, viele Themen. Aber grundsätzlich soll es einfach so weitergehen wie bisher. Ist natürlich ein bisschen schwierig als so ganz kleiner Kanal, wenn man Videos über Technik machen möchte oder über irgendwelche Gadgets oder Geräte. Die muss man natürlich haben, die muss man kaufen. Und ja, mal schauen, was, wie, wann kommt. Momentan ist das Portfolio noch voll. Ja, einfach mal gucken, wie das weitergeht. Aber einfach ist nicht. Ich habe mir nämlich am Anfang vorgenommen, zwei Videos die Woche zu machen. Habe es bis jetzt auch, glaube ich, ziemlich gut geschafft. Aber merke, das ist einfach zu viel. Ja. Zwei Videos die Woche war immer Mittwoch, Sonntag. Aber mit Frau und drei Kindern und ein Haus, was noch gepflegt werden will, ist es momentan ein bisschen heftig. Und deswegen schaue ich mal, dass ich es auf wöchentlich reduziere. Das heißt, einmal die Woche kommt ein Video. Das wird dann wahrscheinlich Freitag oder Samstag sein. Oder vielleicht Mittwoch. Keine Ahnung, muss mal schauen, wie es bei mir ins Leben passt. Aber ja, keine Angst. Es geht weiter. Und irgendwie schaffen wir das schon. Vielleicht packt es mich ja doch und ich kriege zwei Videos die Woche hin. Mal gucken. Ja, dann wollte ich ganz kurz noch was über den Mac Mini sagen, über den Mac Mini M1. Was da der aktuelle Status ist. Ich meine, ich habe ihn jetzt schon ein ganzes Weilchen.
Und ja, meine Gefühle sind momentan immer noch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits macht mir das Teil wirklich extrem viel Spaß. Ich meine, diese Mini-Kiste da stehen haben und zu schauen, was die alles leistet, und zu sehen, was die alles leistet, ist schon wirklich toll. Andererseits habe ich halt wirklich noch wahnsinnig viel zu kämpfen. Ja, jetzt gerade wieder habe zwei Ordner angelegt für das Video hier auf meiner externen SSD und auf einmal geht wieder diese bunte, blöde Kugel an. Also mal ganz ehrlich, die Kugel nervt mich tierisch. Da muss Apple unbedingt mal ein anderes Symbol machen. Da kommen wir immer vor wie beim Glücksrad. Ja, jetzt dreht sich wieder das runde, bunte Rad und oh, macht mich wahnsinnig. Oh. Auf jeden Fall zwei Ordner angelegt und 2 Minuten lang bunte Kugel gesehen, nichts ging mehr. Dann macht flupp und es ging ganz normal weiter. Ja, es ist eine tolle Kiste und schon alleine für mich der Ausflug in die macOS-Geschichte und überhaupt in die Apple-Welt ist für mich ein Erlebnis und mir war von vornherein klar, dass ich so ein bisschen Beta-Tester bin mit dem Teil, aber ja. Deswegen darf man sich ja trotzdem aufregen. Auch wenn es einem klar ist, es nervt halt trotzdem. Und ja, wir machen weiter. Und ich werde auch Mitte, Ende, na, ich glaube eher Ende April dann mal ein Video rausbringen und einmal ausführlich drüber sprechen, was ich jetzt für Erfahrungen mit dem Teil gemacht habe und einfach mal ein endgültiges Fazit bilden. Dann ist mir noch eine echt lustige Sache passiert. Da wollte ich mich mal bei Apple bedanken, weil die haben mir nochmal 90 Tage Final Cut Pro Testversion geschenkt. Warum auch immer. Ich möchte gerade mal erklären, wie es dazu gekommen ist. Und zwar hatte ich ja mein Video hochgeladen, das die Probleme aufzeigte mit Final Cut Pro und Mac 1, M1, Mac Mini M1. Ja, und ein Kommentar darunter war: Lad dir doch mal die neueste Version runter. Ne? Ich war noch eine davor, da gab es dann bereits schon ein Update. Und das habe ich gemacht. Aber dadurch, dass ich ja noch die Testversion hatte, konnte ich das Update nicht über den App Store laden. Also bin ich auf die Webseite von Apple, von Final Cut Pro, von Final Cut, habe mir die aktuelle Version runtergeladen, habe die einfach drüber installiert. Hat wunderbar funktioniert, problemlos, alle Einstellungen waren noch da und wieder volle 90 Tage zur Verfügung. Ich habe dann mal 2 Tage verstreichen lassen, habe das gleiche Spiel nochmal gemacht, dann ging es nicht mehr. Dann hat er mir die 88 Tage angezeigt, hat nicht mehr funktioniert. Ich vermute, weil das ein Versionssprung war, das funktioniert. Aber nur so als Tipp an die da draußen, die aktuell noch mit Final Cut Pro in eben dieser Testversion arbeiten und noch nicht die neueste Version haben. Geht mal auf die Webseite, ladet euch die neueste Version runter, bügelt die einfach drüber und wenn ihr Glück habt und sich wie bei mir, habt ihr nochmal volle 90 Tage und ich meine, ich spreche von 3 Monate, nochmal 350 € aus dem Weg gegangen, passt ja irgendwie auch. Finde ich gut. Ja, dann noch ein kleines Update zu meinem Video: Tisch-LED-Beleuchtung gedönt selber bauen. Nur ganz kurz, da bin ich jetzt auf eine andere Software umgestiegen. Ich nutze jetzt WLED. Und ich sage euch, das ist richtig, richtig genial. Ich werde dazu auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen. Und ich hoffe, dass es euch interessiert, weil es ist wirklich eine tolle Geschichte. Es ist günstig, es funktioniert schnell, kann jeder daheim machen. Und mit diesem WLED, das sind so dermaßen viele Möglichkeiten. Krank, wirklich krank, genial, super, freut mich. Und als letztes würde ich noch ganz gern mitteilen, dass ich vorhabe, mir ein iPhone zu kaufen. Warum? Frag ich mich selber auch. Ich brauche es eigentlich nicht. Ich bin mit meinem Samsung S10 Plus wunderbar zufrieden. Es läuft, es funktioniert. Die Schnappschüsse, die ich, wenn ich unterwegs bin, mal mache, sind absolut ausreichend und hier in meinem Büro für YouTube habe ich ja jetzt mittlerweile eine Kamera, da brauche ich das Handy nicht mehr. Es gibt eigentlich keinen Grund, aber für mich ist es einfach die Neugier. Ich möchte einfach jetzt, da ich mit dem Mac Mini M1 ja mit macOS unterwegs bin, ich will einfach sehen, was macht iOS, was kann iOS.
Ist wirklich so gut, wie alle sagen? Will ich es danach auch wirklich nicht wieder hergeben oder lockt mich dann nicht doch wieder Android? Ist einfach wieder ein kleines Experiment für mich. Und ich habe mich entschieden, kein neues iPhone zu kaufen, weil wäre ein bisschen viel Geld für so ein Experiment. Also das iPhone 12 kommt erstmal nicht in die Tüte. Das iPhone 11 auch nicht wirklich, weil auch immer noch schweineteuer und hat meiner Meinung nach nicht wirklich einen Vorteil zu dem, das ich kaufen will. Ich habe mich jetzt für ein iPhone XS Max entschieden mit 256 GB. Was heißt, ich habe mich dafür entschieden. Ich suche gerade eins für vernünftiges Geld, weil ich bin der Meinung, Riesendisplay ist super, mag ich sowieso. Also darum nicht. Aber es ist, glaube ich, wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis momentan. Ich kriege ein Top-Handy mit einem immer noch sehr guten Prozessor, mit einer tollen Kamera, die der vom S10, was ich momentan benutze, in nichts nachsteht. Eher sogar noch ein Tick besser ist, wie ich finde. Ja, und ich krieg's für, habe jetzt mal ein bisschen geschaut, wie es gehandelt wird, zwischen 350 und 450 Euro. Und das ist absolut in Ordnung, um halt so einen Versuch zu wagen. Und ja. Ja, und so eine High-End, super duper, die Kamera muss immer besser sein. Ja, brauche ich nicht wirklich. Also ganz ehrlich, ich finde es geil. Ich hätte es am liebsten auch gern. Aber brauchen tue ich es nicht. Also die Schnappschüsse, die ich draußen mache mit meinem Samsung Galaxy S10 Plus, die sind so gut. Ja. Brauche ich nicht mehr. Und ich glaube auch ein iPhone 12 oder das S20 Ultra wird mir da nicht viel weiterhelfen, weil ich bin nicht der, der durch die Stadt rennt und oh, schau mal hier und Panorama und hin und her. Nein, ich fotografiere meinen Sohn, meine Kinder, wenn wir unterwegs sind, fotografiere ein bisschen, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, und das ist wirklich, das sind Top-Bilder, wirklich top. Ich meine, man kennt es ja, Samsung S10, weiß man, was das für Bilder macht. Klasse. Wenn man die natürlich 1:1 vergleicht, ja, wenn man ein Video hat, wo die genau nebeneinander sind, logisch, das sieht man hier und da einen Unterschied und vielleicht auch sogar große Unterschiede, aber mal ganz ehrlich, wen interessiert es im Alltag denn wirklich? Ich glaube, die allerwenigsten, ja. Und die es dann wirklich unbedingt haben wollen, die dann iPhone 12 Pro haben wollen, wegen der geilen Kamera, ja, die rennen dann rum und machen Schnappschüsse und hin. Ich glaube wirklich, die wenigsten nutzen das Ding dann wirklich so, dass sie den Mehrwert, den sie haben durch die immer besser werdende Kamera, dann wirklich auch aus dem dann wirklich auch Nutzen ziehen. Ja, ich würde mir jetzt ein iPhone 12 Pro oder gar die nächste Generation in der Pro-Version holen, wenn ich das jetzt hier zum Film weiter nutzen würde oder für einen Kanal, die Top-Fotos brauche oder sonst was. Aber sonst, ich glaube, das iPhone XS Max ist für einen Otto-Normalverbraucher wirklich eine gute Wahl, und ich werde es ja sehen. Sobald ich es habe, werde ich es testen, ich werde euch berichten. Ja, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich sage ja ganz kurz und schmerzlos, wir sehen uns beim nächsten Mal, und ich sage einfach Tschüss, habt noch einen schönen Sonntag, bis bald.